Wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Auch von mir persönlich. Ich sitze hier noch im Bademantel, weil ich nicht ins Schlafzimmer kann. Lia schläft nämlich. Die macht ihren Mittagsschlaf und ich wollte jetzt nicht ins Zimmer laufen und mir die Klamotten rausholen. Deswegen sitze ich hier noch im Bademantel, habe mich aber auch schon geschminkt. Bin gerade am Überlegen, was ich heute kochen soll. Und später, wenn Issy da dann aus der Schule da ist, habe ich noch eine kleine Überraschung für sie. Dieses Video ist auch in Zusammenarbeit mit Mattel entstanden. Und zwar haben wir hier Claudies zugeschickt bekommen. Was das genau ist, das zeige ich euch dann später, wenn Isila da ist. Sie darf das dann nämlich auspacken. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sie das toll finden wird. Und ja, dazu dann einfach später mehr. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und gehen ein bisschen raus. Die Sonne scheint so schön. Ne? Ja. 2,5 Stunden Mittagsschlaf gemacht, die süße Maus. Warte, Lia. Nicht runter. Auf jeden Fall einkaufen, was ich heute kochen möchte. Und dann mal schauen, ne? So, ich habe jetzt alle Kinder eingesammelt. Und die Kinder haben alle Hände gewaschen und desinfiziert, stimmt's?
Und Essila freut sich schon unheimlich, weil ich ihr gesagt habe, es gibt eine kleine Überraschung. Das ist richtig cool. Die kann man nämlich auch sammeln. Guck mal, die kann man auch mitnehmen, unterwegs zum Beispiel oder so. Und zwar müssen wir das einmal aufmachen und die Folie erstmal noch dran lassen. Und dann müssen wir da bis hier oben hin Wasser füllen. Kannst du erstmal ein bisschen Wasser holen? Hier hinten ist auch nochmal eine Anleitung, wie man das Ganze macht. Genau. So, magst du das hier hinfüllen? Also bis hier bis zum Rand oben? Magst du die Stöpsel da reinmachen? Ja. Richtig reindrücken. So. Und jetzt müssen wir 60 Sekunden schütteln. Willst du das machen? Okay. Shake, shake, shake it up. Shake, shake, shake it up. Shake, shake, shake it up. Es ist etwas Magisches. Und zwar verbirgt sich dahinter eine richtig süße Figur. Und diese Figur könnt ihr hier auf diesem Poster auch finden. Dann könnt ihr nämlich gucken, welche Figur ihr schon habt. Und welche ist das jetzt wieder? Wollen wir die mal zusammen finden? Hier. Rockin' Tiger. Und zwar steht hier auch, was das zu bedeuten hat. Das ist total besonders, steht da. Sieh, das ist aber noch nicht alles, denn in der Verpackung unten ist nämlich noch was drin. Einmal hier so eine Aufhängung, falls du das mitnehmen möchtest. Was ist denn das? Tada! Sieht voll süß aus. So, der Aufkleber ist einmal um dieses Loch hier zuzukleben. Hier ist ja nämlich ein Loch. Davon gibt es auch einmal Minis. Die kann ich euch auch einmal zeigen. Das sind einmal die hier. Oh! Ja, schau mal. Die haben natürlich auch einen Puschel. Puschi, Puschi, Puschi. Ich mach das. La, 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 la. Und wie findest du die? Schön. Wenn du es mal mitnehmen möchtest. Hm? Lia, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, der Roboter, der kann jetzt hier einmal das Wohnzimmer saugen. Und ich zeige euch mal eben, was ich bei Rewe gekauft habe. Also einmal hier das... Habe ich euch das erzählt überhaupt? Ich war bei Rewe. Nee, ich habe das in der Story erzählt. Ja, ich war bei Rewe und habe hier einmal Hähnchenbrustfilet gekauft, Staudensellerie, Tomate, Gurke und Eisbergsalat. Daraus mache ich einen Salat. Hieraus wird Geschnetzeltes gemacht und dazu gibt es dann Reis. Und dann waren wir im Schreibwarenladen und haben für Lia ein paar Sachen für die Krippe noch besorgt. Also ich. Und das kann ich euch dann später mal zeigen. Was jetzt? Ja? Ich habe gerade mit Sharina telefoniert und jetzt wollte ich gerade anfangen zu kochen. Ich zeige euch dann später mal, was Lia alles für die Krippe bisher hat an Sachen. Und ja. Jetzt fange ich erstmal an zu kochen. Ich werde jetzt das Hähnchen klein schneiden und das Ganze mache ich wieder mit der Hafersahne. Ich habe hier noch Creme Fraiche, das werde ich jetzt noch benutzen. Und eine Hafersahne werde ich benutzen. Und mehr auch nicht. Paprika kommt noch rein. Ja, und Staudensellerie. Genau. Hey! Ja, an Gemüse, Paprika und Staudensellerie, aber davon nehme ich jetzt nur zwei Stangen weg. Ich werde gleich auch noch Ingwer-Zitronensirup kochen für unser Immunsystem. Ich habe nämlich frischen Ingwer auch besorgt letztens und genau. Jetzt werde ich erstmal alles abwaschen und dazu gibt es dann halt noch Salat. Das genaue Rezept wollte ich auf YouTube eigentlich gar nicht filmen, weil auf Instagram posten wir, also ich und zwei andere Mädels, immer mittwochs ein Rezept, das heißt Mitkoch-Mittwoch. Dort werde ich das Rezept auch zeigen, aber ich zeige es euch auch nochmal, falls ihr kein Instagram habt, damit ihr trotzdem jetzt nicht denkt, oh, warum hat sie das Rezept jetzt hier nicht gezeigt. Ich werde jetzt auch den Reis waschen und vorbereiten, ja, und dann geht es gleich weiter. Jo, die kleine Maus, die möchte immer mit Mama sein. Na, mein Schatzi.
wie ich dich liebe. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing. Yeah, I'm waiting and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Das Essen ist jetzt fertig, Leute. Ich habe ein bisschen mehr Reis gemacht, in der Hoffnung, dass ich davon morgen Mittag noch essen kann. Und das hier schmeckt einfach so lecker. Ich schreibe euch detailliert nochmal alle Zutaten in die Infobox. Aber ihr habt es ja gesehen, einfach Fleisch und Gemüse anbraten. Da könnt ihr auch noch gerne Champignons nehmen. Aber unsere Kinder mögen nicht so gerne Champignons. Also Kian mag keine Champignons. Und deswegen habe ich es jetzt weggelassen, bevor er da am Poolen ist. Paprika, Staudensellerie und die Soße habe ich bewusst ein bisschen flüssiger gelassen. Also ich habe keinen Soßenbinder oder sowas genommen, weil ich den Reis so in die Mitte mache und dann darüber so, ach, das wird einfach sehr lecker. Ja, einmal die Hafersahne und einmal Creme Fraiche, weil ich es noch da hatte. Gewürzt habe ich hier mit Curry, Paprika, Vegeta, ein Stückchen Butter, Salz, Pfeffer und ein bisschen Honig. Ja, und das Ganze dann einfach so 10 Minuten, 15 Minuten eher köcheln lassen. Und dann habt ihr ein richtig leckeres Gericht. Und an den Gewürzen habe ich auch nicht gespart. Also ihr seht es an der Farbe. Ich habe ganz schön viel Curry benutzt. Das ist aber auch richtig, richtig lecker. Und wenn eure Kinder nicht gerade mitessen, könnt ihr auch noch gerne ein bisschen Chili reinmachen. Das schmeckt auch sehr gut, aber das machen wir hier jetzt natürlich nicht. So, ich habe mich jetzt hier mal in Isilas Zimmer gesetzt und wollte... Was ist denn das? Oh, meine Speicherkarte ist fast voll. Euch mal eben zeigen, was wir für die Krippe alles haben. Und zwar haben wir hier einmal so eine Regenhose. Die habe ich beim Lidl gekauft. Die war runtergesetzt auf 5 Euro, glaube ich. Habe ich die einmal mitgenommen. Die ist noch ein bisschen groß. Vielleicht wird die auch erst im Kindergarten passen. Ich weiß es nicht genau. Dann habe ich bei Ernstings, und zwar hatten die so eine 50% Aktion, das heißt auf den Preis 19,99, also ursprünglich 25, dann 19,99 und dann nochmal 50%. Also habe ich, nee, und dann sogar auf 14,99 und dann nochmal 50%, also 7,50 Euro habe ich einmal das hier mitgenommen. Ja, in Größe 86, das wird ihr jetzt auch im Frühling noch passen und im Herbst vielleicht dann ja immer noch. Mal schauen. Dann habe ich hier noch so eine Schneehose. Die ist aber von Kian noch. Die ist noch ein bisschen zu groß. Dann haben wir einmal Gummistiefel. Messi Choxilio. Die habe ich auch schon ein bisschen länger. Messi Choxilio. Die war noch total günstig. 5 Euro oder so habe ich bezahlt. Ja. Dann haben wir hier einmal diese Hausschuhe. Sind das für Kindergarten? Mhm. Oh. Die haben 1,25 Euro gekostet. 1,25 Euro. Wow, das ist gut. Ich mach sowas. Ja, voll süß. Umso billiger, umso besser.
Und dann habe ich hier einmal diese Lederpuschen. Die waren auch mal von Kian. Als er ein Baby war, hat er die angezogen. Genau, ich muss mal gucken, welche. Hey! Welche da so passen. Elia, nein! Und heute habe ich ihr ihren. Lia! Wenn du so klein passt. Hast du vergessen, hier die Hände. Oh ja. Und dann hat sie einen Rucksack heute bekommen. Den habe ich heute gekauft. Und zwar von ErgoBag. Und man kann das hier sogar abmachen. Ja, das kann man wechseln. Ja. Ich habe noch mehr an meinen Schulranzen. Die Kinder haben ja auch alle ErgoBag-Schulranzen. Und ja, den habe ich heute im Schreibwarenladen entdeckt. Und habe den gekauft. Ich glaube, 30 Euro hat er gekostet. Aber da wird sie wirklich lange was von haben. Der wird sich wahrscheinlich auch durch die ganze Kindergartenzeit noch begleiten. Ja, dann gab es hier noch so eine Brotdose, die ist aber allerdings für Milan. Und für wow! Mich? Und für mich? Hi! Wie bitte? Hi! Nein! Lia, nein. Ich hab schon ein Kleeband, weißt du, ne? Ja, das hier war für Milan und der Sinnstift ist für dich. Packst du den gleich ein? Ich hab doch den gleichen Stift. Aber Sinnstifte sehen doch alle gleich aus. Nein, zum Beispiel Ralf hat einen anderen Punktenlisa und Grau. Nein, pack den mal schnell weg. Pack den da oben hin, dann kannst du morgen früh einpacken. So, für Milan habe ich hier noch einen Kleber mitgenommen. Jo, das war's, Leute. Ich pack das jetzt alles wieder ein. Das nehmen wir zur Eingewöhnung jetzt erstmal natürlich noch nicht mit, weil ich ja erstmal noch mit da bin und das auch nur für eine Stunde. Oh mein Gott, was hast du da? Stimmt ja. Aber dann müssen auf jeden Fall die Sachen alle dahin und Windeln, Feuchttücher, Trinkflaschen noch. Jo. So.